So, das heißt, ich müsste mir das mal von der anderen Seite angucken. Okay. Gut, dann würde ich hier sagen, fluff, fluff, fluff. Fluff und fluff und fluff. So, da ist jetzt die Frage, wenn ich dich jetzt da hinsetze. Genau. Das war genau mein Gedankengang. Jetzt habe ich dich nämlich. Wie gesagt, wir nutzen gerade die Einschränkungen des Systems ein bisschen für uns. Okay. Also. Dich will ich weghaben. 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 So. Dann würde ich ja hier mal sagen wollen. Okay. Also. Okay. Super. Gut, dann wäre das. Dann wäre das hier. Ja, 2-1 Risiko, oder? So, und ungefähr so hätte ich mir das vorgestellt mit diesem. Wir hüpfen mal. Ah. Wir hüpfen mal hier runter. Also so ungefähr hätte ich mir das dann vorgestellt mit diesen Lichtkegeln drumherum. So ungefähr. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich jetzt da hochkomme und wie ich jetzt da hinten vier, machen wir das mal so. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt. Drei. Also zwei. Also ich noch nicht weiß es, wie ich da jetzt bitte dieses Ding wieder zumachen will. Weil ich komme ja an und für sich da nicht mehr hin. Also, ich kann dich wegmachen, ich kann dich wegmachen. Ich kann auch dich wegmachen. Und hier, das wäre ja quasi die Wand. Aber ich verstehe nicht. Ich kann jetzt mal probieren hier vier. Perfekt. Super. Gut, haben wir es wieder zu. Und das war quasi das, was ich jetzt halt noch machen wollte. Unbedingt. Okay. Deswegen, also seht ihr, diese miese Axt, das ist ein bisschen mies. Da muss man echt extrem vorsichtig mit sein. Deswegen ist es so ein bisschen so, ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Und wie sehr das ein Spiel mit dem Feuer ist, habt ihr ja gerade gesehen. So, dann würde ich hier den da reinhauen.
Also ich kann die Dinger wegmachen, aber ich krieg sie nicht dazu. Da muss ich echt mal schauen. Vielleicht muss ich Kreativmodus anmachen und dann wieder ausmachen. Das kann sein, dass der irgendwie denkt, ich wäre im Kreativmodus, obwohl ich es gar nicht bin. So, das machen wir jetzt einfach mal eine Brücke hier rüber, damit wir darüber können. Und dann könnten wir theoretisch, zack, könnten wir theoretisch hier hinten weitermachen. Wie gesagt, nach innen rein würde das gehen. Das können wir eigentlich jetzt mal ausprobieren. Wenn ihr schon dabei seid, können wir eigentlich jetzt mal sagen, Hauptmenü, wir machen den Kreativmodus an und sagen Spiel starten. Und dann seht ihr ja, was der Kreativmodus macht. Der ist hier. Nee, den habe ich jetzt nicht dazu bekommen. Ah, gut, Desert Cobblestone, aber ich glaube, einen hatte ich schon. Weil das ist eigentlich das, was der Kreativmodus macht. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass das viel schneller geht. Desert Cobblestone, keiner dabei. Genau. Genau, eigentlich kenne ich das so, dass im Kreativmodus mal alle. Mal alle Steine relativ fix wegbekommt und eigentlich auch, dass im Kreativmodus kein Schaden für diese Spitzhacke entsteht. Und man halt die Steine wegmachen kann und man sie nicht wiederbekommt. So, jetzt können wir wieder zum Hauptmenü und dann können wir jetzt nochmal sagen, Kreativmodus ist wieder aus und Schaden ist eingeschaltet. Und dann sagen wir Spiel starten. Und dann schauen wir mal. Wir haben einen Wüstenstein. So, jetzt müsste ich ja. Nein. Nein, 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 nein. Aber ihr habt gesehen, dass das Glas zumindest wieder aufgenommen wurde. Das ist zum Beispiel auch so eine interessante Sache, dass wir das Glas wieder bekommen haben. So, ich bin hier gerade ein bisschen vorsichtig, weil wie gesagt, es ist halt. Ach komm, nehmen wir den. Es ist halt die miese Spitzhacke. Das heißt, es geht ganz schön ins Blut über. Gut, also wir spielen jetzt hier erstmal so ein bisschen weiter. Ich werde irgendwann mal wirklich eine richtige Aufnahmepause machen. Dann, wenn ich denke, okay, es reicht jetzt einfach eigentlich. Und dann werde ich mal schauen. Also, das sind ja immer noch nur sechs. Die Erde habe ich auch nicht bekommen, ne? Ja, genau, die Erde habe ich auch nicht bekommen. So, genau, und die hier seht ihr schon, die Spitzhacke verbraucht sich. Okay, dann könnte man jetzt hier theoretisch mit der Mies rübergehen. Das ist jetzt halt Erde, da ist es sinnvoller, den da zu machen. Was auch ein bisschen witzhaft ist. Ich meine, ich verstehe, dass es nicht so gut geht wie mit der Schaufel, aber Erde ist schon ein bisschen lachhaft. Okay, dann würde ich mal wieder ein bisschen essen.
Gut, vielleicht machen wir uns auch mal eine Schaufel. Oder habe ich schon eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Gut, dann nehmen wir dich halt mal und tu nicht dahin. Nehmen wir dich mal und tu nicht dahin. Und dann sagen wir hier mal Schaufel. Und dann gehen wir halt hier wieder. So, 72 sind es, ne? Ah. Okay. Und wenn ich da zwei, ja genau, zack und zack. Dann wären wir bei 71, obwohl ich 72 und dann, ach, pfeift doch drauf. Okay. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob das vielleicht nicht Auswirkungen hat, wenn ich keine Steine mehr habe. Also nicht mehr die Steine, die ich schon im Inventar habe, die halt aus einer alten Version sind. Vielleicht hat sich irgendwie die ID geändert oder irgendwie sowas von dem Node. Oder die Version von dem Node oder irgendwas. Keine Ahnung. Also könnte man sich wahrscheinlich angucken, wenn man da Zeit für investieren wollte. Nichtsdestotrotz wollen wir hier aber erstmal einfach nur weitermachen. So. Und ich will diese Steine verbrauchen. Und zwar derart. Das ist übrigens eine interessante Frage. Kann ich den da drauf stapeln? 6i. Das ist zumindest schon mal cool, dass man die Dinge aus unterschiedlichen Steinen zusammenbasteln kann. Das macht es auf jeden Fall viel angenehmer. Dann kann man nämlich so Einzeldinger mit Lücken auffüllen. Dann kann ich zum Beispiel sowas sagen. Was ich zumindest schon mal sehr sympathisch finde. Und dann bin ich neugierig. Auswirkungen hat. Aha. So, und die Sache mit den Überhängen, die wird jetzt auch weniger. Wunderbar. Und dann werden wir das gleich mal sehen. Also jetzt werden wir natürlich einen neuen Stein bauen. Da müssen wir halt eventuell ein paar Steine wegwerfen. Also nicht nur Steine, sondern vielleicht sogar, wie sagt man das? Okay, dann haben wir dich, Pam. Kann ich dich da rein tun? Kann ich dich da rein tun? Jetzt habe ich theoretisch ja keine bereits vorhandenen Cobblestones in meinem Inventar. Das heißt, jetzt müsste ich ja neue aufnehmen können. Tatsache. Der hat einen alten Knoten mit einem neuen Knoten nicht kombinieren können. Das heißt, für sowas müssen wir unser Inventar echt leer machen. So, und jetzt bin ich in. Es ist wieder nur einer. Kann ich den nehmen und den nehmen und den nehmen und den nehmen und den nehmen? Und was passiert? Also, ich habe hier 19. Das sind immer noch nur 19. Tschüss. Okay.